Hannover hat gekämpft. So hart wie noch nie zuvor in seinem Leben. Gegen den stärksten Gegner, den es gibt. Sich selbst. King Kong gegen Godzilla in nur einem Körper, im Schlagabtausch der Schizophrenie. Doch Gott sei Dank, er hat gewonnen und konnte sich davon überzeugen, für ein paar weitere Jahrzehnte seinem dankbaren Volke zu dienen. Spätestens seit dem Erdogan-Autokratie-Korso durch Deutschland wissen wir ja, Demokratie ist scheiße. Da dürfen nämlich auch alle Doofen mitmachen. In Bayern allerdings, dem Zukunftszauberland zwischen Laptop und Leberzirrhose, denkt man bereits viel progressiver. Denn König Horst, dreifacher Mr. Märklin und Ministerpräsidenten Gott der Herzen, dachte sich, wozu so ein überflüssiges Referendum? Hm? Interne Umfragen mit sich selbst hatten es doch schon längst ergeben. Es kann nur einen geben, Horst Länder. Und er hat ja recht. Wenn man sich selbst so gut findet, dann kann man nicht so schlecht sein. Hm? Lediglich Frau Seehofer, also die ältere Offizielle, die hätte ein Veto einlegen können. Denn schließlich bedeutet das für sie, er ist weiterhin immer unterwegs und fast nie zu Hause. Ja, und da sagte sie natürlich, ohne zu zögern, ja bitte, mach's noch einmal, Horst. Also gern auch für immer. Denn die Obergrenze gilt ja zum Glück nur für Flüchtlinge und nicht für Dienstjahre. Ja, Gott, und wie lange ist er nicht schon im Amt? Hm? Als er damals anfing, da war die CSU noch ein zerstrittener Haufen von korrupten Irren mit bekloppten Ideen für ganz Deutschland. Ja, da musste er lange und hart dran arbeiten, dass das auch so bleibt. Aber er hat sie alle in den Griff gekriegt, den Putschversuch von Söder unterdrückt und kritische Journalistendarsteller wie Sigmund Gottlieb in den Ruhestand gedrängt. Ja, von Old Man Horst können Trump, Putin und Erdogan noch eine ganze Menge lernen. Apropos Söder, den vermeintlichen Kronprinzen hasst der Seehofer ja noch mehr als eheliche Treue. Nein, also so schnell macht er den nicht zum Horst. Denn wenn ihm wirklich einmal einer nachfolgen sollte, also in 200-300 Jahren, dann ist es Karl Theodor zu Guttenberg, sein patenter Putzerfisch aus dem großen Teich. Allerdings müsste sich der Schummelbaron dazu vorher erst noch ein neues, positiveres Image aufbauen. Also wenigstens so auf dem Niveau eines VW Diesel. Aber keine Angst, bis dahin hängt Kim Horst unkaputtbar noch ein paar Dekaden Alleinherrschaft hinten dran. Ja, und falls er mal wieder keine Lust haben sollte, die Kanzlerin zu treffen, er hat doch genug Töchter, die er schicken kann. Also, herzlichen Glückwunsch, Horst, aber vor allem herzlichen Glückwunsch, Deutschland.